Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal. Und heute geht es um Half-Pint Heroes. Bei Half-Pint Heroes befinden wir uns in einem Pub und spielen ein Poker-Stich-Ansagespiel. Half-Pint Heroes ist ein Stichspiel von den Autoren Roland und Johannes Gosler und Sören Schaffstein mit Illustrationen von Lars Arne Kaluski. Es ist für 2 bis 7 Spieler ab 9 Jahren, dauert 30 bis 60 Minuten und ist bei Korax Games erschienen. In der Schachtel finden sich jede Menge Karten und ein paar Wettchips. Jeder Spieler erhält in seiner Farbe einen Wettchip, 4 Ansagekarten und eine Übersicht. Die restlichen Karten werden gemischt und jetzt kann es schon losgehen. Half-Pint Heroes wird im Regelfall über 10 Runden gespielt. In jeder Runde sagen die Spieler an, wie viele Stiche sie mit Pokerkombinationen gewinnen wollen. Punkte gibt es dann für gewonnene Stiche und stimmende Ansagen. Zu Beginn jeder Runde wird eine Karte aufgedeckt. Sie gibt an, wie viele Karten diese Runde in der allgemeinen Auslage liegen sollen und wie viele Handkarten die Spieler erhalten. Hier werden 2 Karten in der Mitte ausgelegt und jeder Spieler erhält 6 Handkarten. Nun muss jeder Spieler überlegen, wie viele Stiche er aus der Kombination der Auslage und seiner Hand gewinnen will und gibt das verdeckt mit seiner Ansagenkarte an. Nachdem die Ansagen aufgedeckt wurden, muss jeder noch mit seinem Chip die Ansage eines Mitspielers anzweifeln. Jetzt geht es los. Der Startspieler beginnt. Jeder muss mindestens eine Karte ausspielen. Jede Karte gibt es genau einmal. Insgesamt sind es 5 Farben mit den Werten 1 bis 13. Hat jeder Spieler mindestens eine Karte gespielt, erhält der Spieler, der die wertvollste Kombination erzielt hat, den Stich. Dabei zählt ein Ranking ähnlich dem beim Pokern. Sind alle Karten ausgespielt, so erhalten die Spieler 10 Punkte für jeden Stich und Bonuspunkte für das Einhalten ihrer Ansage. Hat man die Ansage eines Mitspielers zu Recht angezweifelt, bekommt man noch 20 Punkte extra. 2 Spezialfälle können noch eintreten. Schafft es ein Spieler, 3 Stiche direkt hintereinander zu gewinnen, kommt es zu einer Keilerei. Er gewinnt die Runde und erhält 30 Punkte plus 10 Punkte pro gewonnenen Stich, während alle anderen leer ausgehen. Schafft es ein Spieler 5 Runden am Stück, seine Ansage einzuhalten, kommt es zur Schießerei. Es wird noch eine weitere Runde gespielt und stimmt in dieser wieder die Ansage dieses Spielers, so gewinnt er sofort das Spiel. Ansonsten gewinnt der Spieler, der nach 10 Runden die meisten Punkte inklusive noch zu verteilender Bonuspunkte gesammelt hat. Ja, wenn man die Regeln von Half-Pint Hero zum ersten Mal hört, dann denkt man so ein bisschen, aha, ja, Pokerkombinationen und Stiche machen, das ist ja komisch, wie passt das zusammen? Dann muss man auch noch ansagen, wie viele Stiche man bekommt. Und das wirkt alles erstmal so aus verschiedenen Spielen Elemente zusammengeklaubt. Und man kann gar nicht glauben, dass das irgendwie Sinn macht, in einem Spiel das Ganze zu kombinieren. Wenn man es dann aber spielt, dann merkt man erst, wie gut es eigentlich zusammenpasst und wie witzig eigentlich diese Kombination ist. Man spielt nicht eine Karte pro Runde oder alle spielen die gleiche Anzahl an Karten pro Runde. Nein, man kann eine hohe Pokerkombination spielen, die viel wert ist, hat dann aber seine ganzen Handkarten womöglich schon rausgehauen und hat gar nicht mehr die Chance, einen weiteren Stich zu machen. Und da gibt es so richtig fiese kleine Clues, die man in dem Spiel hat, die man so, wenn man es zum ersten Mal hört, gar nicht so erkennt und die dann im Laufe des Spiels richtig so aufploppen. Man merkt, oh, wenn wir jetzt alle unsere Karten abgeben, dann kriegt der aber die Keilerei und dann haben wir ja alle 0 Punkte, aber der 60 oder 70 Punkte oder sowas. Und das ist echt witzig. Und dann noch dazu, dass man immer tippt, wer hat jetzt hier falsch gespielt, wem gebe ich hier meinen Chip und dann natürlich auch dem irgendwie eins reinwürgen will, damit der auf keinen Fall die richtige Anzahl an Stichen bekommt, weil wenn man das ja richtig getippt hat, dass der falsch lag, bekommt man 20 Punkte obendrauf, das ist schon relativ viel. Gleichzeitig will man natürlich unbedingt seine eigene Ansage richtig machen, weil man ja nicht nur dann mehr Punkte kriegt, sondern auch noch dieses wertvolle X hier in der Punktetabelle. Und wenn man natürlich da 5x am Stück hat, dann löst man ja die Schießerei aus und muss es dann noch einmal schaffen, um dann der Gesamtsieger einfach zu sein, unabhängig von den Punkten. Und das sind so viele kleine Feinheiten, die man, wenn man jetzt die erste Runde anfängt zu spielen, noch so gar nicht überblicken kann und die sich dann so im Laufe des Spiels
irgendwie herauskristallisieren. Und das ist echt cool und das ist eigentlich genial. Also hier ist es wirklich gelungen, ein tolles neues Kartenspiel zu entwickeln, wo man erst denkt, naja, ich kenne die einzelnen Teile und ja, aber dann beim Spielen merkt, wie toll das eigentlich ist. Das zu den Spieleranzahlen muss ich sagen, das ist schon ein Spiel, auch was für große Runden gedacht ist. Also zu zweit würde ich das jetzt nicht so empfehlen, weil da passiert einfach noch nicht so viel. Und da kann man natürlich relativ gut abschätzen, was wohl der andere machen wird. Bei vier Spielern ist es dann schon irgendwie viel lustiger, seine Stiche anzusagen. Ne? Wenn jeder drei Handkarten hat, wie viele Stiche bekomme ich denn da? Schwierig zu sagen, weil ja noch drei andere auch ihre Stiche angeben und so viele Karten gibt es ja dann gar nicht und so. Also da ist schon wirklich dann auch mehr Spaß noch drin, wenn man es in größeren Runden spielt. Und zu zweit ist es dann halt eher so, ja, so normaler, sag ich mal. Also klar, es ist auf große Runden angelegt und da funktioniert es dann auch. Aber insgesamt echt ein tolles Spiel, was viel Spaß macht, was lustig ist, was aber tatsächlich jetzt kein kleines Kartenspiel ist, weil man spielt 10 Runden, das dauert auch seine Zeit und obwohl man pro Runde vielleicht 4 bis 6 Stiche so im Schnitt, würde ich sagen, vergibt, sind halt 10 Runden dann doch schon einiges, also es ist jetzt kein Absackerspiel, sondern tatsächlich eher schon ein normal großes Spiel, sage ich mal. Es dauert natürlich nicht 2 Stunden, aber so seine Stunde dauert es dann schon. Aber wie gesagt, diese Stunde lohnt sich, denn es ist ein tolles Spiel. Ja, dann hoffe ich, ich konnte euch hier einen guten Eindruck in das Spiel bieten. Wir wünschen euch natürlich weiterhin viel Spaß beim Spielen und hoffen, dass ihr wieder einschaltet, wenn es heißt, spiel doch mal.